Noch vor 2 Jahren wurde hier gedealt und gefixt. Prostituierte schafften an für einen Schuss Heroin. Hamburg, St. Georg, Hansaplatz. Inzwischen hat die Polizei die Szene gesprengt, abgedrängt in angrenzende Straßen oder entlegene Bezirke. Doch der Einwohnerverein, gegründet aus Sorge um die Verslammung des Stadtteils, ist weiter aktiv. Denn clean ist das Hamburger Bahnhofsviertel noch lange nicht. Das ist das, was die Menschen hier auch nervt, dass man das vor der Haustür hat, teilweise nicht durchkommt. Und eigentlich noch drum bitten muss, dass die Platz machen, dass man überhaupt in sein eigenes Haus reinkommt. Reste zum Spritzen desinfizieren. Hiermit wurde die Droge heiß gemacht, um sie flüssig zu machen und dann zu spritzen. Und ja, die Bewohner des Hauses hier fallen am Tage und nachts über die Abhängigen hier rüber. Damals war auch Ilona noch dabei. Jetzt erhält sie auf Kosten ihrer Krankenkasse täglich eine Dosis Methadon als Ersatzstoff für das entzogene Heroin. Sie ist eine von 2.500 Süchtigen, die teilnehmen an einem Modellversuch, der seit 6 Jahren in Hamburg läuft. Das Besondere, jeder Junkie kann Methadon bekommen, wenn er bereit ist, sich regelmäßig ärztlich kontrollieren und beraten zu lassen. Es macht natürlich in Anführungsstrichen auch wieder abhängig, denn die Süchtigen kommen ja ohne nicht aus. Wenn man so will, ist eine gewisse Sucht da. Wer es also längere Zeit nimmt, kommt auch ohne nicht aus. Nur in diesem Fall ist es ja, um von einer Sucht loszukommen, das Mittel der Wahl, anders kann man es nicht schaffen. Zumindest für Ilona war Methadon das letzte Mittel weg vom Heroin. Nach 14 Jahren Sucht und diversen erfolglosen Entzügen ist ihre Gesundheit jetzt einigermaßen wiederhergestellt. In ihrer Not hatte sie sich das Methadon zunächst in der Szene besorgt. Ich hatte keinen Bock mehr auf Heroin, ich hatte keinen Bock auf Koks, hatte ich eigentlich noch nie so, aber das Breitsein ging mir auf, ne, auf die Nerven einfach. Und ja, dann habe ich das einen Monat privat gekauft bei denen und das ging gut. Dann in der Zeit habe ich die Zeit gehabt, so Anträge zu stellen, Ärzte aufzusuchen und. So hat das alles seinen Lauf genommen. Ja, und jetzt bin ich seit 15 Monaten im Programm und ich kann sagen, also mir geht's echt gut. Ich schaffe auch wieder Sachen, die ich früher ehrlich, die du nie geschafft hast. Also die habe ich nie auf die Reihe gekriegt. Ja. Jetzt aber will die AOK mit 60% an den Kosten für Methadon beteiligt nicht mehr zahlen. Begründung, Heroinsucht allein sei keine Krankheit. Früher sah man das anders. Inzwischen stellen wir aber fest, dass die ursprünglichen Intentionen, im Rahmen der medizinischen Indikation eine Ausweitung vorzunehmen, sich völlig verkehrt hat und ausgerechnet die Beitragszahler der AOK Hamburg überproportional belastet werden. Und viele Anschriften, viele Schreiben von unseren Versicherten zeigen eigentlich deutlich, dass sie sagen, das Programm finden wir nach wie vor gut. Wir meinen aber, dass es nicht nur von den Beitragszahlern der AOK Hamburg finanziert werden kann. Es ist kein Programm der AOK Hamburg, sondern aller Krankenkassen und der Behörden in Hamburg. Bleibt die AOK dabei, wäre das Methadon-Modell spätestens im März am Ende. Denn die Stadt ist für ärztliche Kosten nicht zahlungspflichtig. Nur Junkies, denen es so schlecht geht wie damals Susanne, hätten dann noch eine Chance. Bin ganz runtergerutscht, also ganz nach unten, abgemagert auf 40 Kilo. Ich habe, glaube ich, 12 Mal einen Entzug gemacht. Und ja, das waren immer kalte Entzüge. Ich habe nichts, keine Nahrung mehr angenommen. Ich war nur noch dabei, mich zu übergeben. Und das Tage hintereinander. Und dann wurde ich auf die Intensivstation gesteckt. Es war die Hölle, das kann sich kein Mensch vorstellen. Es ist nicht mit einer Grippe vergleichbar. Es ist einfach, es ist die Hölle. Ja, es ist einfach die Hölle. Wie viele Süchtige stürzte Susanne nach missglücktem Entzug noch tiefer, diesmal in die Kokainszene. Mittlerweile führt sie ein eher bürgerliches Leben und denkt daran, wieder zu arbeiten. Das Methadon, das war bei mir ja auch so. Gott sei Dank, dass ich das hatte, weil ich bin, es waren vielleicht 3, 4 Monate, wo ich da in dieser Szene auf einmal drin war. Aber ich hatte Gott sei Dank mein Methadon, wo ich drauf zurückgreifen konnte. Weil wenn ich jetzt gar nichts hätte, clean, hätte ich mir vielleicht wieder Heroin geholt oder so. Weil von diesem Kokain-Zeugs wirst du ja so aufgepusht. Und Heroin ist ja was dich down macht, also was dich beruhigt. Und
ja, wo du schläfrig, also die Leute sitzen ja meist auch immer so und schlafen fast weg. Und Kokain ist ja genau das Gegenteil. Und deswegen machen auch ganz viele sich einen Cocktail. Das bedeutet also beides zusammen. Ja, und ich denke, wenn ich das Methadon nicht gehabt hätte und die psychosoziale Betreuung, was ich wirklich ganz, ganz wichtig finde von der Palette aus, die mir sehr, sehr geholfen haben, ich denke, dann wäre ich, also wär ich bestimmt wieder auf der Szene gelandet. Doch die Hoffnung, mit Methadon den Schritt in die Abstinenz zu schaffen, wird bei weitem nicht von allen Fachleuten geteilt. Bei Daytop in der Nähe von Göttingen setzt man auf stationäre Langzeittherapie ohne jegliche Drogen oder Ersatzstoffe. Das durch Arbeits- und Gesprächstherapie angestrebte Ziel, ein suchtfreies Leben. Mit Methadon, so meint man hier, werde die Sucht nicht geheilt, man lindere lediglich die Symptome. Wenn man die Zielsetzung hat, weiteren Schaden zu vermeiden, dann kann ich Drogenabhängigen auch Methadon, vielleicht sogar die Originalstoffe geben, aber dann kann ich mir nicht mal auf die Fahnen schreiben, ich möchte denen eigentlich raushelfen aus ihrer Krankheit und aus dem Elend, sondern dann belasse ich die in dem Elend drin. Das wäre ja so, als wenn ich einem Alkoholabhängigen jeden Tag seinen Schnaps dahin stelle, aber er kriegt ihn halt kontrolliert, weil er arbeitslos ist und nicht mehr genug Geld hat, braucht er sich den nicht mehr zu klauen. Einige der Patienten hier haben ihre Methadon-Erfahrungen schon hinter sich. Vor allem das Phänomen des sogenannten Beikonsums, die Gier nach Drogen zusätzlich zum Ersatzstoff, hat sie desillusioniert. Ingo hat sein Methadon abgesetzt, seitdem ist er bei Daytop. Dieses Gefühlskalte, was du hast auf Droge auch, ne? So, das ist bei Methadon dasselbe. So, ich lebe aber doch nicht, ne? Weil so diese Gefühlswelt, die ich in mir habe, die ist tot. Weil es ist ja nur ein Drogenersatz und ich sag mal so, ich habe so empfunden, es lähmt mich, ne? Es lähmt meine Gefühle und das hat mir nichts gebracht, so, ne? Es war, ja, auf Deutsch scheiße, ne? Ich finde, mit dem Polo und so, da belügt man sich selber. So, und du hast zwar keinen Kick mehr, ne? Du kannst regelmäßig zum Arzt gehen, so, holst dir dein Zeugs ab, ne? Aber automatisch steigt der Beikonsum so. Man trinkt ohne Ende Alkohol, man nimmt andere Drogen. Aber da fehlt irgendwas. Zum Beschreiben, was fehlt da genau? Ja, so das Klingeln im Kopf. Ja. In den drei Hamburger Drogenambulanzen hat man in den vergangenen 6 Jahren allerdings gute Erfahrungen gemacht. Die meisten der Methadon-Patienten, die hier ihre tägliche Dosis einnehmen, wären anders gar nicht in der Lage, ein annähernd normales Leben zu führen und gezwungen, ihre ganze Energie auf die zumeist kriminelle Beschaffung von Geld und Stoff zu konzentrieren. Würde das Methadon-Programm abgesetzt, die gesellschaftlichen Folgekosten würden explodieren. Ich finde es falsch, die Ziele der Substitutionsbehandlung einzuengen auf das Thema Abstinenz. Wir haben eine süchtige Gesellschaft und von denen, die am schwersten betroffen sind, die höchsten Zielgrößen zu verlangen, erscheint mir unrealistisch. Und ich finde, Ärzte sollen Krankheiten heilen, wenn sie es denn können. Wenn sie es aber nicht können, dann müssen sie lindern. Und zumindest das wird durch Methadon in großen Teil der Patientenfälle erreicht. Die Devise von der Schadenbegrenzung gilt auch in Düsseldorf. Mehr als 200 Junkies werden hier mit dem Ersatzstoff behandelt. Doch unter den 25 Drogentoten des vergangenen Jahres waren immerhin 8 Methadon-Patienten. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Der Vorwurf geht dahin, dass die Ärzte verpflichtet sind, bei diesen Methadon-Kranken zu untersuchen, Urinproben und grob zumindest körperlich untersuchen, ob vielleicht frische Einstichstellen und sowas da sind. Der Vorwurf geht dahin, dass sie diese Prüfung unterlassen haben und möglicherweise dadurch nicht aufgefallen ist, dass sie diese Leute Methadon und Rauschgift, eine tödliche Kombination, zu sich zu nehmen. Eine beschuldigte Ärztin, gegen die jetzt ermittelt wird, betreut Methadon-Patienten seit mehr als 3 Jahren. Im vergangenen Februar hat sich eine Patientin zusätzlich Heroin gespritzt und ist gestorben. Für die Medizinerin kein Grund, am Methadon-Programm zu zweifeln. Eine 24-Stunden-Kontrolle ist ambulant nicht zu leisten. Und ich weiß auch nicht, ob es das ist, was wünschenswert ist. Denn es geht ja auch darum, dass die Leute Schritt für Schritt lernen, eine Verantwortung für sich selbst wieder zu übernehmen. Das ist ja auch Teil der Therapie.
dass die Leute wieder lernen, auf sich zu gucken, auf sich zu achten, ihren Teil der Verantwortung für sich zurück zu übernehmen. Das ist ein langer Weg, ne? Für den sogenannten bürgernahen Polizeibeamten im Hamburger Problemviertel St. Georg ist das Methadon-Programm nur ein erster Schritt. Ich bin eigentlich ein Befürworter der kontrollierten Freigabe, sag ich mal so. Befürworter. Warum? Ja, das hat also mehrere Gründe. A, ich sag mal, der Druck wird den Junkies genommen. Die brauchen also nicht mehr sich Gedanken zu machen, wo kriege ich das Geld hier für den nächsten Schuss. Sondern die wissen, ich habe eine Anlaufstelle. Würde dazu führen, dass die Beschaffungskriminalität zurückgeht. Das würde den Dealern den Boden entziehen, weil der Bedarf ist nicht mehr da. Und das Dritte und Wichtige ist, glaube ich, auch die Gesundheit der Drogenabhängigen. Denn wenn sie jetzt kontrolliert saubere Ware bekommen, sag ich mal, dann können sie da sehr wohl sehr lange mit leben. Trotz starken Rückgangs der Beschaffungskriminalität, auch durch das Methadon-Programm, St. Georg ist fixer Zone geblieben. Wenn jetzt Methadon gestrichen wird, beginnt der Kreislauf erneut. Sucht, Verbrechen und Prostitution.